Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Season 2 mit Hendrik. Moin. 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 Bisher nur Leo war eben schon auf dem Server, er kommt auch gleich auf den Teamspeak und er kommt gleich auch in Minecraft, also alles gut. Hier, wo ich hier gerade stehe, es hat sich einiges getan in der Zwischenzeit. Hier auf dem Weg steht einfach so ein Steinhütchen mit zwei Öfen, zwei Workbenches, zwei Doppeltruhen und hier, guck mal, ich war farmen, ich hatte Langeweile. Nee, hatte ich eigentlich nicht, ich hatte voll viel zu tun, ich hab's trotzdem gemacht. Und hier ist dann noch Cobblestone mit dabei, so viel brauchen wir den eigentlich auch nicht mehr. Ups, ein bisschen ordnen hier. Hier ist so Mischmasch, Holz, Glas noch, Glas und Diorit habe ich mir ein bisschen was auf der Hand gepackt, können wir weitermachen. Hier, rotes Banner habe ich entdeckt. Da können wir erstmal zu den Schafen gehen, denn das ist das, was als erstes kam, als ihr nicht mehr dabei wart. Ich hatte einen Deal mit Leo, er brauchte ganz viel Eisen für so Kram, den er uns auch noch zeigen will in der Aufnahme, meinte er schon. Im Gegenzug hat er meine Schafe rot gefärbt, beziehungsweise die ersten zwei Schafe rot gefärbt, die habe ich in der Zwischenzeit ein bisschen vermehrt. Und schere ich jetzt, dann Kühe gibt's, Huhn habe ich leider immer noch nur eins. Was gibt's noch? Ja, genau. Das war das hier und hier. Da seht ihr schon. Das große Bauwerk. Sieht nur ein bisschen klotzig aus, aber das wird noch, meine Freunde. Denn, warte, fangen wir unten an. Hier, Beleuchtung ist da. Glowstone, ja? Roter Teppich. Zack. Hier, guckt's euch an. Schön, zwei Leuchter, wenn man reinkommt. Die Decke ist erleuchtet. Unten noch so ein paar Fackeln. Hier, das sieht auch besser aus, wenn hier noch eine hinkommt. Zack. Dann sieht man da unten schon den nächsten Glowstone. Was war da wohl los? Ticketschalter habe ich mir so... Ticketschalter habe ich mir so gedacht. Weißt du, auch immer schön zwei Glowstones drauf. Wir haben es ja hier, so ein kleiner Hocker. Zack, Fensterscheiben zum Geld durchgeben und so weiter. So, und dann kommen hier natürlich auch durch rote Teppiche auf die Tribünen. Hat sich nicht viel getan. Das hier muss natürlich alles weg. Bin ich ein bisschen mit TNT schon am Werk gewesen. Dann können wir mal von der anderen Seite gucken, bevor wir uns hier umdrehen, damit wir den Moment auch genießen. Hier, zack, guckt euch das an. Der Oberrang steht, ja? Der Unterrang steht. Die VIP-Logen stehen so halb außen. So halb. Ja, hier habe ich versucht, das ein bisschen rund zu machen. Ich finde, das sieht gar nicht mal so übel aus. Die Kuppel kommt oben drauf. Das wird eher so ein bisschen quadratisch abgerundet als komplett rund. Aber auch ich denke, das ist vollkommen okay. Hier die Logen, müssen wir gucken, inwieweit wir die noch mit nach vorne ziehen, weil hier irgendwo wird ja dann die Tribüne unter uns hier zu Ende sein, wenn wir hier noch weiterführen. Das geht ziemlich weit runter. Und dann kommt da die Bühne hin und dann gucken wir, wie wir hier den Übergang machen. Das habe ich halt, wie gesagt, alles offline gemacht. Ich glaube, die VIP-Loge habe ich insgesamt dreimal hingebaut, dreimal weggebaut, weil ich einfach nicht zufrieden war. Deswegen habe ich das auch offline gemacht, weil ich wusste, dass das so ein Konstruktionsding ist, wo ich nicht mit zufrieden sein werde, wo ich rumprobieren werde. Da oben drauf steht jeweils noch so ein Steinpinöppel. Da habe ich mir so gedacht, wenn da so ein Freiraum bleibt, entweder füllen wir den aus, was vielleicht nicht so gut aussieht, oder man macht da so, vielleicht sogar Bäume drauf, ja. Man macht so einen auf Öko. Könnte man machen. Und ich sage, dann gucken wir uns mal Oberetage und sowas alles von vorne an, von oben an. Hier habe ich das noch ergänzt. Da kann man außen dann noch weitermachen, dass das ganz runder wird, weil so ist das einfach nur eine weiße gerade Wand. Das machen wir aber bei Zeiten, wenn wir wissen, wie weit das nach da hinten überhaupt noch weitergeht. Jetzt gehen wir nach oben, gucken uns das noch an. Dann können wir das Glas direkt verballern. Erstmal essen wir was. Kühe wurden auch vervielfältigt. Hier Beleuchtung steht. Auf den Außen hier auch, für die schöne Vorderseite. Dann haben wir hier das Glas, was da anfängt. Oh, du bist hier. Jod. Hier kannst du ruhig runter, hier ist sicher. Hier sind wir VIP-Loge. Das hab ich bei meinen Treppen auch gedacht, weil ich ja den Aufgang zu meiner Wohnung schon extra groß gebaut habe. Aber da nehme ich trotzdem ständig Schaden, wenn ich durchreite. Hier geht sogar noch, das ist nicht so tief. Aber wenn man hier hinguckt, das finde ich schön. Man kann die Zuschauer sehen. Sieht echt nicht schlecht aus. Da kann man dann darauf gucken, auf die Bühne gucken. Und was man da oben halt so macht, das müssen wir noch sehen. Das ist... Sieht ein bisschen komisch aus, auch da der Übergang, aber das muss dann mit der Bühne verbunden werden. Die werde ich dann mit Sicherheit noch mal ändern, die Logen. Von daher, offline hat sich ein bisschen was getan. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, aber es war alles eher langweilige Arbeit. Ihr seht es, ich habe da ein bisschen was abgeschürft. Hier, das war auch alles Cobblestone hinbauen und so weiter. Was vielleicht noch grundlegend von der Konstruktion her ist, der Unterrang fängt erst da an, wo der Oberrang aufhört, hier auf der Höhe. Also hier, genau hier. Weil, das passt besser, ansonsten sieht man nicht allzu viel, wenn die Bühne direkt hier vorsteht. Ja, nehmen wir an, hier auf der Höhe so würde die Bühne sein, dann siehst du von oben nicht alles.
Und im Stadion habe ich das mir mal angeguckt, so Fußballstadien, Eishockeystadien. Da, wo der Oberrang endet, ist erst die erste Reihe vom Unterrang. Und genauso habe ich das jetzt auch gemacht. Ist einfach viel schlauer gelöst. Und jetzt geht's weiter mit unserem Dach, sofern wir es denn schon haben. Ansonsten ist das alles nur noch buddeln, sprengen und hoffen, dass es gut wird. So, hier eine neue Pickaxe, Effizienz, leider keine Haltbarkeit drauf gekriegt. Die mit der Haltbarkeit, die habe ich schon kaputt gemacht. Das war, ich habe halt sehr, sehr viel gebuddelt. Ich habe mittlerweile eine halbe Doppeltruhe, also eigentlich eine Truhe, an, was ist es, an Diorit voll. Da können wir schön was mit bauen, aber ihr seht es, die Außenwände und so weiter. Das schluckt ganz schön. Der nächste große Schritt ist jetzt erstmal hier abbauen, aber naja. Danach kommen auch die nächsten. Ich halte mal so fest, Leos Grundstück ist definitiv nicht pferdefreundlich. Er hat irgendwie so einen komischen Brunnen hingebaut, aber ich hoffe, wenn er gleich kommt, zeigt er uns das heute mal, was er da so Schönes gemacht hat. Also, dass er das heute schon macht und nicht so, na, ich muss da noch was machen, sondern dass es direkt losgeht. Ja, der Brunnen sieht aber noch sehr unfertig aus, also. Du meinst das, was da oben an der Oberfläche zu sehen ist? Ja, obwohl, ja. Nee, es ist gar nicht so unfertig. Es ist, Ich habe auch einmal unten reingeguckt. Da habe ich seinen komischen Raum, wovon er mir erzählt hat, noch nicht gesehen. Aber es sah auf jeden Fall interessant aus. Und was er da geplant hat, ich weiß es, oder du weißt es wahrscheinlich auch schon, aber die Zuschauer halt noch nicht. Das ist recht interessant. Und, er hat mir gleich schon wieder was angedreht. Wie? Ja, dass ich mich daran beteiligen soll, also als Endabnehmer. Ich habe ihm halt Eisen gegeben, dafür hat er mir Holz gegeben, weil ich sehr viel brauchte für unten. Und was haben wir noch gemacht? Achso, er hat mir Farbstoff gegeben, beziehungsweise er hat die Schafe auch direkt gefärbt. Warte, wir machen das jetzt direkt hier so, kurz konzentrieren, zack. Dass das schön symmetrisch wird. Und eigentlich war er ziemlich nett, er hat mir auch ein bisschen Schießpulver gegeben, damit ich das doch ein bisschen wegsprengen kann. Dann habe ich mit meinen ganzen Spitzhacken, da hatte ich mittlerweile schon so 2-3 von, habe ich alles weggefarmt. So, jetzt hatte ich hier noch einen hingesetzt, ne? Das war hier 3. Jo, so ist es. Oh, oh, oh! Alles gut, 2 Herzen. Huiuiui. Pferd, darüber. Wir müssen mal eine Pferdebrücke bauen. Das ist hier, also dieser Fluss ist unmöglich. Hier, komm. So, hier, bevor ich mich hier wieder hochbaue, mache ich ganz kurz einen Cut und hole mir Audacity auf meinen zweiten Bildschirm, damit ich weiß, wie lange wir aufnehmen. So, wir sehen uns gleich wieder. So, das war's schon. Weiter geht's. Wir bauen uns hier wieder hoch, weil wir hier gerade am Arbeiten waren. Und dann fallen wir hoffentlich nicht wieder runter, so übermütig. Ich da so hingesprintet und dann war's das mit mir fast. Aus dem Pferd ist aber schon praktisch. Brauchst du noch einen Sattel? Ja, also ich habe auch noch kein Pferd, aber Ich hätte zufälligerweise noch ein Pferd, also. Ja, bei Zeiten noch bin ich nicht so am Traveln. Habe ich da dann auch 3 gemacht? Warte, dann ja, sichere ich schon mal das Pferd. Hä? So, alles ganz vorsichtig. Hier hätte ich noch einen hingebaut. Muss eigentlich so, dass es gut aussieht. Habe ich das? Habe ich das! Geil. Mal gucken, ob das wirklich kuppelmäßig aussieht dann. Und hier hätte ich das, glaube ich. Oh, ich habe immer so Frame Drops. Hier habe ich das so gemacht. Ich mache heute aber gar nichts nebenbei. Naja. Was ist denn hier los? Achso. So. Dieses ist auch alles Glas verballern. Ich habe Sand gefarmt, dass wir jetzt hier das ganze Glas haben. Das Glas habe ich schon mal angefangen. Da konnte ich nicht widerstehen. So, und ich finde. Och Gott, beide sogar falsch gesetzt. Eine Glasreihe geht noch. Oh, wenn ich da jetzt falle, dann bin ich aber tot. Dann war es das. So. Ja. Alles gut. Direkt nochmal mit 2 nach innen. Oh, jetzt muss ich das schon wieder so kompliziert. Ich darf nicht fallen. Eigentlich ist das ja nicht schwierig, aber eigentlich. So. Dieser Schritt nach außen ist immer gewagt. So, guck mal, jetzt müssen wir den gar nicht machen. Hm?
Setzen wir hier wieder in die Mitte, damit das auch alles abgerundet ist. Ist wieder kurz geruckelt, macht uns gar nichts. Und das nächste Stackglas. Aber das, was wir mitgenommen haben, reicht noch für das, was wir hier machen wollen. Das Gebäude ist auf jeden Fall größer geworden, als ich dachte, denn ich muss da außen dann schon wieder erweitern. Diese kleine Einbuchtung wird wahrscheinlich dann weggehen. Ich hatte ja schon ein bisschen Terraforming gemacht, aber es reicht immer noch nicht. Hast du zufällig jetzt einen Pferdestall oder sowas? Nö, kannst du in, wenn du eins für mich hast, den Hühnerstall oder so, wenn das Huhn nicht rausgeht. Das Huhn muss halt drin bleiben. Ja, okay. Das ist alles schön, alles schön symmetrisch. Dankeschön. Das ist übrigens sogar stärker als das Pferd, was ich habe. Also. Oha. Woran sieht man das? Also ich habe mit Pferden fast noch nie was gemacht. An der Anzahl der Herzen. Ach so. Ja, wenn du willst, kannst du auch tauschen. Nö. Behalt das jetzt einfach. Super, danke. So, guck mal, haben wir sogar. Wir können theoretisch noch eine Runde drehen, aber das erspare ich uns. Ich meine, letztendlich ist es ja durchgängig nur sowas, was ich mache. Offline. Oha. Und es ist einfach so ein Megaprojekt. Oh, draußen ist gerade voll der heftige Sonnenuntergang. Oh, seit wann kann man auf Glas denn Fackeln blenden? Ja, draußen war es vorhin, es war schon so gelb hier, als wir angefangen haben mit der Aufnahme. Ja, das merke ich auch gerade. Die Sache ist ja, ich habe so ein gelbes 40-Teil. Deswegen merke ich das immer total spät, wenn draußen irgendwie, wenn es total gelb ist, weil es für mich einfach immer gelb ist. Nee, also das war schon komisch. Bisschen gelb war es und jetzt gucken wir uns mal an, ob das halbwegs rund aussieht. Wir müssen. Ja, das wird so ein Kastenglobus obendrauf. Das passt schon. Es wird speziell geformt und auch zur Beleuchtung kann man sich da noch ein bisschen was ausdenken. Und was ich mir jetzt ausgedacht habe, bevor wir zum Diorit kommen, ich habe diese Banner hier entdeckt, dass man sich direkt rote Banner erstellen kann. Okay, hier sieht das schon nicht so gut aus. Wie kann man die denn abbauen? Mit der Axt? Naja, machen wir es eben so. Wenn man die dahin macht. Warte mal kurz. Damit kann man ein bisschen was machen, ja. Nee, das auch nicht. Da überlegen wir uns noch was. Man könnte hier auch hier so, das einfach hier langziehen, dass das nicht so langweilig aussieht. So nach dem Motto hier, heute im Theater so und so, ab nächster Woche Premiere und sowas alles. Dazu aber nochmal runter. Achso, Hendrik, hast du dich jetzt gemutet? Ja, ich glaube. So.